egal gewesen. Da ist mir dann diese wundervolle Tüte mit Justice League Action Minifigures, Mighty Minis ins Auge gefallen. Die sollte kosten erst 2,99 Euro, dann 1,50 Euro, dann 50 Cent. Und jetzt will ich mal gucken, was man eigentlich für 2,99 Euro bekommt. Was diesen Preis auch nur im geringsten rechtfertigt, weil. Soll ich mich verarschen oder was? Okay. Oh mein Gott! Ernsthaft jetzt? Ist das euer Ernst? Aber wenigstens, ich muss ja sagen, wenigstens habe ich Batman gekriegt. Das muss man ja dazu sagen. Das ist ja schon mal etwas. Aber. Was ist denn der rechte Arm hier? Was ist denn der linke? Das ist der linke Arm. Bäm, Junge. Okay, ich bin so ein bisschen beeindruckt. Ja, man kann diese Figuren untereinander kombinieren. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Normalerweise kostet so eine kleine Minifigur, die ist so groß, im Gegensatz zu einem Feuerzeug, die soll normalerweise 2,99 Euro kosten. 2,99 Euro sind immerhin in der damaligen Zeit 6 Mark. Finde ich schon ein bisschen crazy, um ehrlich zu sein. Nee, das ist super strange. Nee, also. Ich sag mal, ohne Scheiß, da sind 50 Cent. 50 Cent finde ich, ist angemessen für sowas, aber 3 Euro, der mega Quatsch. Das wollte ich euch nochmal gesagt haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao. Ach ja, ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren.